dass die Musik in Deutschland so ein bisschen was bewegt, ein bisschen Veränderung reinbringt, ein paar Türen öffnet für den R&B, für weibliche Künstler im Hip-Hop-Bereich, im Rap-Bereich. Der R&B gehört ja zum Rap. Ich hab keinen Bock, ich hab keinen Bock. Sag mir nicht, was du mir bieten kannst. Such dir lieber einen Job. Ja, wir befinden uns hier gerade im wunderschönen Sony Office. Hallo Rola, schön, dass du da bist. Hey. Ich muss direkt mal mit was sehr Persönlichem anfangen. Und zwar habe ich mich ja auf das Gespräch hier vorbereitet. Und ich dachte, okay, Rola, Debütalbum mit ein paar Deutschrap-Feature. Und ich dachte, du bist Newcomer. Und dann habe ich natürlich gegoogelt und dann habe ich festgestellt, du warst früher bei Sister Nova. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber... Du kennst das? Ja, ich kenne das. Ich war da, keine Ahnung, 9 oder 10 oder so. Krass. Und dann hatte ich so einen kleinen Backflash, weil ich immer nach der Schule nach Hause gekommen bin und dann immer sofort Viva angemacht habe. Und daher kannte ich euch noch, so mit Gülcan als Moderatorin ja, und so. Krass. Und da hatte ich erstmal so einen kleinen Backflash. Weil, danke dafür. Krass, das ist richtig gekramt. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich echt nicht wiedererkannt. So, ne? Ich habe dich ja vorher schon gesehen, aber... So stimmlich ist es immer noch das Gleiche, aber so äußerlich, du hast dich komplett verändert, voll krass. Ja, ich war ein paar Jahre jünger natürlich, war blond. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, doch, doch, es ist auch schon, das ist fast 10 Jahre her. Ja. Das ist krass. Du hast schon sehr, sehr früh angefangen mit Musik. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was hast du gemacht? Ja, ich habe einfach früh angefangen zu singen, also als Kind einfach in der Kirche, so zu Weihnachten war so mein erster Auftritt, da habe ich Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und das war so die erste Berührung mit dem Singen. Und ich hatte irgendwie das Glück, in einer Kindertagesstätte zu sein, im Kindergarten, die sehr musikalisch waren und uns so gefördert haben. Wir haben irgendwie zu Michael Jackson getanzt und haben viel Musik gehört und so. Man macht ja dann so die Stars nach, ne? So Spice Girls. Und wir waren dann mehrere Freundinnen. Und wer ist die und wer ist die und wer ist die? Und hatte so ganz früh Berührung mit Musik einfach. Mhm. Und ich glaube, im Kindergarten singt jeder. Und irgendwann hören die meisten auf und manche machen einfach weiter. Genauso wie mit dem Malen. Ne? Mhm, jeder malt, aber einige hören auf, andere machen weiter. Und ich habe einfach irgendwie nie damit aufgehört. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann so mit 12, 11 angefangen habe, Songs zu schreiben. Ja. Und mit meiner damaligen Freundin dann Sister Nova gegründet habe. Und ja, so die ersten Schritte in dieses Musikgeschäft, dann Videos drehen, Songs aufnehmen, rausbringen, veröffentlichen. Und also stand quasi schon eine vor Sister Nova für dich fest, okay, ich will jetzt Sängerin werden und das zu meinem Beruf machen. Ja, schon. Also so ab dem Moment, wo es darum ging, okay, was willst du im Leben machen, was willst du werden, hat man natürlich trotzdem so realistische Vorstellungen, so was auch die Eltern einem sagen, hey, werd doch lieber, studier Jura, Medizin. Ja, so. Ich habe auch soziale Arbeit studiert, 4 Semester lang, aber Musik machen und Musikerin werden war immer so mein, ich habe nie was anderes gewollt, sagen wir so. Ja. Dann ging es weiter mit Schule und da hast du so ein bisschen dein Hobby auch irgendwie zum Beruf gemacht, ein bisschen. Ja. Du machst selber Klamotten, erzähl darüber mal ein bisschen. Genau, ich habe mein Fachabitur auf Mode und Bekleidung gemacht, kam dann so durch das Praktikum so das erste Mal mit Schneidern und Nähen so in Verbindung. Ja. Und ich habe einfach schon immer, auch als Kind, so gerne gebastelt. Mhm. Und es war irgendwie, ich habe mir dann eine Nähmaschine gekauft und habe dann für mich selbst genäht, einfach so nebenbei einfach. Mhm. Und das hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass sich dann Freunde immer gefragt haben, hey Rola, kannst du mir das auch nähen? Und irgendwann habe ich gedacht, okay, komm, ich wage es einfach und verkaufe die Dinger mal. Weil und jetzt hast du deine eigene Modelinie. Ja, jetzt habe ich mein eigenes Das Modelin. Ist jetzt auch von dir selber genäht, Das ist ne? selbst genäht, ja. Also das ist so mein, diese Jumpsuits sind so mein Ding so. Finde ich ziemlich nice auf Danke. Jeden Fall. Ziemlich cool. War das damals für dich so eine Alternative, weil es mit der Musik eben nicht geklappt hat? Nee, also Musik habe ich sowieso immer gemacht und werde ich auch immer machen, ob es klappt oder nicht. Aber das mit dem Nähen war so ein neues Hobby so daneben. Ein zweiter Traum quasi. Richtig. Ne? Und es ist irgendwie, es tut super gut, mal auch was anderes zu machen, wenn ich den ganzen, also ich singe sowieso den ganzen Tag und habe immer mit Musik zu tun und mache immer Musik irgendwie und höre auch viel Musik.
Und dieses so handfeste Nähen oder Basteln, oder ich bastel mir auch Ohrringe oder so, ist einfach nochmal so ein Hobby daneben, was einfach Spaß macht. Wir haben es gerade schon angesprochen, also du bist ja quasi dann, ich will nicht zu nahe treten, aber schon alter Hase im Musikgeschäft. Ja, kann man so sagen, gell? Und du bist jetzt wieder am Start. Kannst du da irgendwie so Veränderungen sehen? Hast du da, merkst du da einen Unterschied zu vorher? Warum klappt das jetzt? Also, guck mal, es ist immer so lustig, obwohl ich schon so lange Musik mache, habe ich trotzdem das Gefühl, dass dadurch, dass mich noch nicht so viele kennen und man meine Musik noch nicht so in der breiten Masse kennt, fühle ich mich trotzdem noch so neu, so wie ein Newcomer einfach. Vor allen Dingen ist es auch mein erstes eigenes Album, also mein erstes Soloalbum. Und früher war das halt so, ich habe mir immer gedacht, oh Mann, wie cool wäre es, wenn jeder die gleichen Möglichkeiten hätte. So, früher war es so, du musst am besten bei einem Label sein, um irgendwie groß rauszukommen, um irgendwie ein Album zu veröffentlichen, um ins Studio zu gehen. Und heute ist es so, du kannst dir einfach online checken, okay, wie nimmt man auf? Auf YouTube wird alles erklärt. Du guckst im Internet, suchst du nach Produzenten, die irgendwie cool sind, lässt dir Beats schicken, suchst dir ein Studio, nimmst auf und du kannst alles online stellen. Also du kannst auch einfach auch dir eine Gitarre schnappen oder jemanden, der Gitarre spielt, einen Song aufnehmen und jede Woche einen Song hochladen. Also du hast alle Möglichkeiten, deine Musik zu veröffentlichen. Ja, also würdest du sagen, es ist auf jeden Fall einfacher. Es ist super einfach. Aber natürlich, dadurch, dass es so einfach geworden ist, kann es halt auch jeder machen. Ja, natürlich. Das heißt, ja, es gibt auch viel mehr, aber es ist doch super. Es gibt viel mehr Musiker, es gibt viel mehr Genres, die sich entwickeln. Es ist einfach so, wie man es sich früher erträumt hat, ist es jetzt eigentlich wahr geworden. Ja. Das ist krass. Yeah, 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 yeah. Ich gebe seit neuestem zero fucks, das ist meine Superkraft. Yeah, 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 yeah. Ganz egal, wie viel hast, weil ich Liebe in mir hab. Yeah, yeah. Würdest du dich eher als Pop- oder R&B-Sängerin beschreiben? Ich habe nämlich so in ein paar Artikel über dich gelesen, dass du da oft auch als Pop-Sängerin bezeichnet wurdest. Ich stimme dem aber gar nicht zu. Echt? Was hältst du davon? Es ist schwer. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Pop-Sängerin. Ja. So von, ich finde gar nicht, also für viel, das ist jetzt schwer. Also natürlich ist es R&B. Ja. Also es ist schon R&B. Ich habe viel R&B gehört. Aber es ist gar nicht so soulig, R&B-ig. So wie es in den Staaten zum Beispiel ist. Ja. Also ich finde, meine Musik ist auch, hat schon viel Pop-Einflüsse. Ja. Also ich höre super, ich liebe Disney-Kram und ich liebe einfach melodiöse Hooks und so. Also das ist schon poppig. Aber ich finde, dass so dieses Pop hier in Deutschland irgendwie so alles, was mit Gesang ist, verschluckt. So. Es ist, und gerade bei dir hört man so ein bisschen dieses Soulige auch raus. Es ist so die Aussprache und es hört sich einfach an wie in Amerika, aber halt mit deutschen Texten. Mhm. So, und deswegen würde ich dieses Pop-Ding nicht so unterschreiben, so wie es so verbreitet wird. Ich weiß nicht, was stört dich das so ein bisschen? Also, guck mal, heutzutage ist doch einfach nur Pop, was ganz, ganz viele Leute hören. Ja, das genau. Deswegen wird das halt so irgendwie, okay, sie singt auf Deutsch, okay, Pop. Ja. Funktioniert. Ja. So, aber irgendwie, dich hat da ja auch der R&B wahnsinnig geprägt. Und sowohl Englisch als auch Deutsch. Und ich weiß nicht, ich finde, bei dir hört man das ein bisschen mehr. Das Ding ist halt, es gibt in Deutschland noch nicht so viel R&B, dass man das irgendwie so vergleichen kann. Oder dass man irgendwie sagen kann, okay, das passt voll in die deutsche R&B-Richtung, weil es deutschen R&B noch nicht so sehr gibt. Ja, ja. Das war ja dann auch damals der Grund, warum es mit Sister Nova richtig, nicht so funktioniert hat. Richtig, ne? wir waren so ein bisschen unserer Zeit voraus. Ja, ja. Das ist eigentlich cool, ne? Ja. Aber ja, mal gucken. Ich finde... Oh, Scheiße, die ganze Zeit an diesem Scheiß. Ich finde schon, dass es poppig ist. Auf meinem Album sind auch... Also ich finde die Melodien, die ich mache, finde ich halt poppig. Mhm. Und gar nicht so krass R&B, also, aber es ist einfach R&B, weil mich der R&B sehr geprägt hat. So. Ja, ja. Ja. Wer genau hat dich da geprägt? Geprägt? so viele weibliche Künstler wie Aaliyah, Destiny's Child, Beyoncé, TLC, Michael Jackson, aber auch so diese, was mich auch sehr geprägt hat, sind diese NSYNC, Backstreet Boys, ne? Diese ganzen Bands, die damals waren, so diese richtige Popmusik, mit der wir alle aufgewachsen sind damals.
Und dann halt Missy Elliott, Timbaland, so diese ganzen Sachen, die haben mich super geprägt. Maya, Sugar Babes, also diese, diese ganze Musik aus der Zeit. Und das ist aber auch alles Pop, also es ist zwar R&B, aber das war so populärer R&B, dass es Pop war. So, ne? Du hast gerade auch Beyoncé angesprochen. Wie findest du das neue Album? Das ist ja jetzt so, geht ja langsam in Richtung Rap ein bisschen. Alles du dir, geht in kannst du dir vorstellen, auch mal irgendwie so eine Collabo-Platte oder so mit einem Rapper zu machen oder so? Voll. Ja? Voll. Also es ist ja, ich habe auch, ich arbeite eben auch, also Oleg Sesh zum Beispiel, Reezy. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Rap ist ja überall jetzt. Also es ist ja, und Rap und Gesang hat schon immer zusammen funktioniert, hat schon immer zusammen gearbeitet. Im R&B sowieso. Rapper in den Staaten haben sich immer Sänger irgendwie auf die Hooks damals geholt. Und das wird jetzt immer mehr. Das, ja, es vermischt sich alles. Hast du auch deutsche Künstler als Vorbilder gehabt? Wenige, aber ja. Also so damals Glashaus, Cassandra, Jordan Alani, Freundeskreis, Max Herre. Ja. Das waren so die deutschen Künstler, die Xavier Naidoo. Ja. So, das waren die deutschen Künstler, die wir gehört haben, wo wir gedacht haben, okay, ich habe ja auch immer deutsche Musik, also deutsche Texte geschrieben. Das heißt, die waren die Künstler, die mich so inspiriert haben, deutsche Musik zu machen. Du hast gerade schon so ein paar deiner Feature auf jeden Fall angesprochen. Kommen wir einfach mal zu deinem Album. Ja. Das kommt jetzt am Freitag raus, am 14. September. Ja. Heißt 12.12 Uhr. Ja. Bist du aufgeregt? Ich frage mich schon die ganze Woche, ob ich aufgeregt bin oder ob ich oder ob ich einfach nur gerade so so viel zu tun habe, dass ich es gar nicht richtig merke. Ja. Aber ich bin gar nicht so hart aufgeregt. Ich bin so voll. Es kommt wahrscheinlich. Vielleicht ist es so die Ruhe oder? Vor dem Sturm. Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich will einfach nur, dass es rauskommt und bin dann so gespannt auf die Reaktion, wie die Leute das, den ersten Song finden. Und boah, guck mal, jetzt merke ich so, oh mein Gott, mein Album kommt. Nee, ich bin entspannter, als ich gedacht habe. Ich hätte echt gedacht, dass ich so richtig aufgeregt bin und nervös bin, aber es geht voll. Und du hast einige Deutschrap-Feature, also jetzt kommen wir da endlich mal zu. Also bei Reezy und Oleksesh kann ich es mir irgendwie erahnen, die kommen so aus deiner Ecke, da kennt man sich vielleicht oder so. Ja. Wie ist denn das Feature mit Manuelsen entstanden? Manuelsen ist einer der krassesten Supporter meiner Musik von Anfang an. Also er hat mich als Künstlerin immer supportet, mich immer erwähnt. Er hat mich auf seinen, also ich habe schon auf seinen Songs mitgesungen. Mhm. Es war einfach, als ich mein Album, also als ich so auf mein Album hingearbeitet habe, war das allererste Feature, wo ich genau wusste, okay, er muss auf mein Album Manuelsen. Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich weiß weil schon gar nicht. Der kommt ja nicht aus deiner Ecke. Also bei den anderen, genau, ne, wie gesagt. Aber die Produzenten, meine Haus- und Hofproduzenten, die Bounce Brothers, die haben schon früher mit ihm gearbeitet. So. Ja, das heißt, die kennen sich und daher kam auch der Kontakt. Ja. Ja. Ach krass, okay. Ja. Dein Album heißt 12.12 Uhr und es gibt super viele Bedeutungen zur Zahl 12, weswegen du das genommen hast. Magst du mal ein paar erklären, oder wieso dir diese Zahl so wichtig ist, warum du sie jetzt letztendlich für dein Album genommen hast? Ich habe lange überlegt, wie ich mein Album nennen will. Und als ich mein Album gemacht habe, dachte ich immer, boah, Rola, du schreibst ein Album und dann kommt der Name so. Ja. Dann weißt du ganz genau, wie das heißen wird und so. Aber es war nicht so. Es gab keinen Song, nachdem ich das Album, manche benennen ja das Album einfach nach einem Song. Gab's nicht und es war nicht irgendwie, lag nicht auf der Hand. Also habe ich echt überlegt, was bedeutet mir das, was geht. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, ich habe immer diese Schnapszahlen gesehen. Wenn ich auf mein Handy geguckt habe, 22.22 Uhr, 11.11 Uhr, 8.08 Uhr, so andauernd. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, so meine Lieblingszahl ist 12. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist mit 12? Okay, und dann haben wir weiter geguckt. Und dann meinte irgendwie, ey Rola, wie viele Songs hast du auf dem Album? Ich habe dann so gezählt, ey, wir haben 12 Songs. Okay. Und dann ging es so weiter. Ich habe am 12.2. Geburtstag. Meine beste Freundin hat am 12.7. Meine andere beste Freundin hat
morgen am 12. September. Oh, meine andere Freundin hat am 12.10. Hm. Meine Mama hat am 12.11. Mein Papa hat am 2.12. Ja. Also alle haben an dem 12. Geburtstag. Ein Jahr hat 12 Monate, ein Tag hat 12 Stunden, eine Nacht hat 12 Stunden. Also 2 mal 12 sind 24, ein Tag. Ja. Und es ging die ganze Zeit so weiter. Jesus hatte 12 Apostel. Und es war so, okay. Lass es 12:12 nennen. Also auf die 12 sagt man ja auch, wenn ein Song auf die 12 ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wir nennen es einfach 12:12. Ja. Ich habe mir dein Album schon angehört. Echt? Und ja. Nee. Sehr. Polly hat mir das geschickt. Echt? Habt ihr es schon gehört? Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen so aussieht. Krass. Und mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde, es ist so für jede Lebenslage was dabei. So, du singst über Liebe, über Freundschaft, so Dankbarkeit, ne? Alles irgendwie sowohl traurig als auch irgendwie glücklich und dankbar. Und was ist der Anspruch dahinter? Was ist, wenn du generell Musik machst? Was möchtest du vermitteln? Also wenn ich Musik mache, will ich Sachen verarbeiten. So, ich will den Moment, in dem ich gerade bin, den Beat, den ich gerade höre oder die Musik, die wir gerade machen, will ich einfach genau den Moment checken. Okay, wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an? Was mache ich gerade durch? Wie geht es mir gerade jetzt? Mhm. Und dann ist der zweite Anspruch, dass wenn ich dann ein Thema habe, was mir gefällt und was mich gerade berührt, dann überlege ich, okay, kann es sein, dass das andere vielleicht auch berührt? Und meistens ist es einfach so, dass es gibt so ein paar Themen im Leben, die treffen an jeden. Ne? Es passt dann einfach. Ja. Damit kann sich jeder identifizieren. Voll, ja. Das hat man auf dem Album auch sehr stark gehört. Auf jeden Fall. Und irgendwie das Leben an sich, es muss nicht mal irgendwas Bestimmtes sein, sondern einfach das Leben an sich, so ganz normale Dinge. Ja. Aber wir haben auch ganz spezifische Dinge, zum Beispiel Depressionen, die voll viele Menschen haben. So der ganz normale Tagesablauf. Ich stehe morgens früh auf und muss erstmal klarkommen, alle Aufgaben, die ich habe, zu bewältigen. Ja. So ganz einfache Dinge, die jeder hat, wenn er morgens früh aufsteht und zur Arbeit oder zur Schule gehen muss. So klarkommen einfach. Ja. Und das habe ich thematisiert. Und ja, allgemein auch so Caroline zum Beispiel, da geht es um mit sich selbst im Reinen zu sein. Aufwachsen und sich selbst akzeptieren. Genau, ja. Ja, so Sachen. Wir haben es gerade auch schon so ein bisschen mit der Aufregung angesprochen. Was glaubst du, wie wird dein Album ankommen? Keine Ahnung. Also es gefällt mir und ich habe immer den Anspruch, dass es mir gefallen muss. Ich muss es hören und ich muss hundertprozentig dahinter stehen. Und dann habe ich das Gefühl, okay, wenn es mir gefällt, dann wird es bestimmt anderen auch gefallen. Ja. Aber ob es so ist, keine Ahnung. Jeder hat ja einen anderen Geschmack, ne? Ja. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber und jeder hat auch einen anderen Anspruch an Musik. Ja. Andere wollen Musik hören, um abzugehen, um zu feiern, um laut zu sein und so. Und manche wollen Musik hören, um zu chillen. Ja. Ja. Ich bin gespannt aufs Feedback. Ich kann es nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Was wäre denn so die schlimmste Reaktion, die du befürchten müsstest? Oder was würde dich am meisten treffen? Was würde mich am meisten treffen? Okay, natürlich ist es mein erstes Album. Das heißt, der Anspruch ist super hoch. Mhm. Und ich mache schon lange Musik. Das heißt, warten schon einige auf mein Album. Ja. Und dann wäre es natürlich, was mich treffen würde, wenn jemand sagen würde, ey Roland, wir warten schon so lange auf dein Album. Und das ist ein Album. Ja, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und selbst wenn es passiert, das Internet wird sowieso, jeder wird zerrissen und Sachen werden zerrissen. Das ist halt normal. Es wird nicht jedem gefallen. Ich will gar nicht jedem gefallen. Ja. Ich glaube, Leute, die meine Musik hören werden und die werden es verstehen. Und manche werden es halt nicht verstehen. Ja. Aber so ist es halt. Und was wäre die beste Reaktion auf dein Album? Die beste Reaktion ist natürlich, wenn alle begeistert sind, natürlich, ne? Klar. Und jeder Song gefeiert wird und das ist einfach ein bisschen was bewegt. Ich will schon, dass die Musik in Deutschland so ein bisschen was bewegt, ein bisschen Veränderung reinbringt, ein paar Türen öffnet für den R&B. Ja.
für weibliche Künstler im Hip-Hop-Bereich, im Rap-Bereich. Der R&B gehört ja zum Rap. Und dass man das noch ein bisschen mehr versteht, so. Ja. Dass man das so als eine Familie betrachtet. Ja. Wie geht's nach dem Album für dich weiter? Also wir warten erstmal jetzt die Reaktion ab. Du bleibst erstmal noch entspannt oder aufgeregt, je nachdem, wie sich das jetzt entwickeln wird. Wir planen gerade eine Tour für mich, meine erste Tour. Es gibt noch keine Termine, es gibt noch keine festen Dates, aber wir planen eine kleine Tour, um aufzutreten, um die Songs live zu spielen. Ja. Liebe Roller, ich danke dir für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Album. Vielen Dank. Backspin.